Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. In diesem Part werden wir endlich herausfinden, was es mit diesem mysteriösen Feld hier auf sich hat. Und, wie zu erwarten war, ist es eine Falle. Oder eben ein Luftschiff-Level. Luftgaleere im Anflug. Ja, jetzt gehen die Sprachfehler schon wieder los. Wunderbar, so gehört sich das. Für den Anfang des Parts, so wollen wir das, so hat das jeder erwartet. Und eigentlich hätte ich auch erwartet, dass dort direkt zu Anfang eine Starcoin ist, aber nö. Beziehungsweise, es wäre zumindest ziemlich offensichtlich gewesen. Und hier gibt es anscheinend echt immer gut Eichelsuits. Boah, okay, die macht einem keinen Schaden. Interessant. Aber die Entscheidung kann ich auch nicht so wirklich nachvollziehen. Das macht den Level doch ein bisschen zu einfach, oder nicht? Ja, das dachte ich mir schon, dass du antäuschst. Deswegen bin ich auch direkt nach rechts gegangen. Oh, und da unten ist eine Starcoin. Okay, die haben wir. Alles gut. Und die können wir auch direkt saven gehen. Ungewöhnlich. Eine Starcoin bis zur Halbzeitflagge. Das ist etwas komisch, aber ich denke, das dürfte für diesen Level passen. Hier muss man so ein bisschen Hand-Auge-Koordination betreiben, aber wir kriegen das schon gut hin. Ah, ja, ich dachte, er dreht sich um 360 Grad. RIP. Okay. Ah. Ja, da hätte ich mich mit Mario bewegen müssen. Und nicht mit der Plattform. Okay, ja gut. Kriegen wir aber hin. Ich hoffe nur... Okay, da warte ich nochmal kurz. Das war eine gute Entscheidung. Ich hoffe nur, man braucht für die letzte Starcoin... keine Eichelsuit. Das wäre nämlich ein bisschen fies. Okay, wir kriegen aber sowieso eine. Und das ist auch bitter nötig. Denn hier oben ist die letzte Starcoin. Gut, dass ich das doch geschafft habe. Sonst hätte ich irgendwie versuchen müssen, mit der Plattform hochzukommen. Und ich denke, dass ich das nicht geschafft hätte. Puh. Gut, dass es da die grünen Münzen noch gab. Ja, dann auf zum Bosskampf. Es gibt doch einen Bosskampf, oder? Jawohl, den gibt es. Stimmt, das ist der. Einer meiner Lieblingsbosskämpfe, weil hier muss man tatsächlich mitdenken. Wenn man hier nicht vernünftig mitdenkt, dann kann man schon ziemlich leicht ins Struggeln geraten. Einfach ein bisschen nachdenken, bisschen vorausschauend agieren. Ja. Und sich am besten nicht treffen lassen da. Ja.
weil man eben nicht nur von der Plattform runtergeschossen werden kann, sondern man kann auch durch den Wurf von Bowser Jr. verletzt werden. Und wäre ich jetzt daneben gesprungen, dann wäre es nochmal kritisch geworden. Aber kriegen wir hin. Alles im Bereich des Möglichen. Ja, ja, lach du nur. Du wirst jetzt fett outplayed, Junge. Pass mal auf. Idiot. Bist du bescheuert? Das Schiff hat 50 Millionen Dollar gekostet. Na, da wird er sich von seinem Papa aber was anhören dürfen. Jetzt geht's aber erstmal weiter. In die letzte Welt. Hm? Was ist los, Mann? Naja, wir sehen dich nochmal wieder, ne? Ja, das dachte ich mir. Und da kommt die Bestätigung. Alle Sternmünzen aus der Zuckerwattenwolkenzone gesammelt. Wofür das wohl gut ist? Ja, wir wollen auf jeden Fall speichern. Und wir gehen in die letzte Welt. Wo der schöne Wassergraben mit einem noch schöneren Lavagraben vertauscht wurde. Ja, schön. Oder getauscht, war ja absichtlich. Vertauscht ist eher so aus Versehen. Naja, Pilzpalast 1, Magma und Meteoriten. Ab hier wird es relativ blind. Ja, ich weiß, kommt spät. Aber zumindest irgendwo unbekannte Level. Ich kann mich an diese Dinger nicht mehr so wirklich gut erinnern. Liegt vielleicht auch daran, dass diese Lava-Level generell immer relativ ähnlich aufgebaut sind. Und wir haben schon mal die Halbzeitflagge erreicht. Dann mal schauen, wie schwer noch die anderen beiden Starcoins werden. Ah. Ja, gut. Ist jetzt kein Akt. Aber man sollte sich da schon beeilen. Andererseits kann man das auch mit einem Wandsprung holen, das Dingen. Und das war knapp. Da wäre ich fast in die Lava abgetaucht. Puh. Da habe ich mich nochmal gut geschützt. Und hier sollte man tatsächlich etwas geduldig bleiben. Da man, ehe man es sich versieht, schnell auch mal in der Lava landen kann. Ja, okay, die Starcoin ist jetzt nicht P-Switch gebunden, denke ich. Ne, ist sie nicht. Und das macht sie auch, um einiges entspannter dran zu kommen. Aber der Secret Exit, okay. Ich habe mich schon gewundert, wofür der P-Switch ist. Weil ich dachte mir schon, der ist da doch nicht nur zum Spaß. Und jetzt wissen wir's. Ja gut.
Dann mal auf zum Speedrun. Let's go. Ich bin mir auch unsicher, ob das hier schwerer oder leichter sein wird im Schnelldurchlauf. Weil einerseits muss man natürlich dann aufpassen, dass man nicht in die Lava reinfällt, wenn die Plattform absinkt. Andererseits ist es aber auch so, dass man die Meteoriten immer von einem fernhalten kann. Okay, hier sollten wir warten. Und hier auch am besten nochmal. Ich möchte halt auch kein allzu großes Risiko eingehen. Kleines Risiko reicht. Und das ist auch vollkommen ausreichend. Ja, toll. ja. Ja, okay. Ja, nee, doch nicht okay. Ja, ich würde sie halt schon gern noch erreichen, ne? Die Fahnenstange. Boah, ich bin so blöd. Ja, komm. Jetzt aber gut. Nochmal kräftig Anlauf nehmen. Und das war's. Boah, ey, das war aber jetzt auch ein Affentheater nochmal zum Schluss. Naja, wir haben's immerhin hinter uns. Das ist schon mal was. Und ich denke, chronologisch wird es hier weitergehen. Ja, also machen wir das mal. Reise übers Magma-Meer. Na, so ein Spielchen. Ja, okay. Ist jetzt kein Akt. Oh. Aber beeilen sollten wir uns dennoch. Ach du Drecksack. Okay, hier gibt es tatsächlich keine Eisblume an der Stelle. Hier vielleicht aber. Jawohl. Ja, komm, das juckt jetzt nicht. Den schmeißen wir mal am besten weg, weil wofür brauchen wir einen normalen Panzer? Okay, zum Abkürzen gut. Aber hat man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, es war ein Monty. Kein Mini-Gumba. Ja. Ich hoffe, die Eisblume wird nicht nochmal relevant. Hier geht's aber auch ab, ne? Nee, 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 Moment. Ja, genau sowas habe ich mir nämlich schon gedacht. So. Jetzt können wir weiter.
immer wenn da so ein roter Pfeil ist, erstmal Ruhe bewahren. Und nicht hetzen lassen. Meist ist nämlich noch am Ende des Levels irgendwas versteckt, wenn einem was fehlt. Wie gesagt, vor allem, wenn da so ein roter Pfeil ist. Okay, Pilzpalast 3, warm genug. Ja, ich wärme mich so langsam auf. Das ist auf jeden Fall ganz angenehm. Und ich finde auch, dass diese Lava-Passage, also diese letzte Welt hier, erstaunlich gut von der Hand geht bisher. Und das, wäre wieder ein passender Zeitpunkt für ein Fail gewesen. Ich darf nicht so viel rumquatschen. Ich höre hier einen Block. Ja, nee, nee, nee. Ich fahre nochmal hoch. Entweder drehen oder laufen. Aber beides... Beides ist nicht. Und wir kriegen tatsächlich eine Feuerblume. Das ist nice. Das ist echt nice. Hier auch Ruhe bewahren. Nichts überstürzen. Sonst ärgert man sich hinterher. Und kann man da stehen? Ja. Kann man? Dann machen wir es auch. Ja, wir müssen wahrscheinlich unten lang, ne? Ja, bestimmt. Ist hier eine Ranke? Nein. Nur ein One-Up? Okay. Ich wollte kurz überprüfen. Und let's go. Das ist tatsächlich ziemlich knapp bemessen, das Ding. Aber so mag ich's. So, den Cooper weg. Der behindert uns nur. Und hier können wir sonst auch ganz einfach drüber laufen. Ja, letzte Starcoin, ne? Letzte Starcoin, Leute. Na gut, da hätte ich jetzt gedacht, dass da eine Ranke drin ist. Aber nö. Mhm. Starcoin? Ich hab sie übersehen? Ja, okay. Hätte ja sein können, dass da versteckte Blöcke sind. Ja, ist ja gut. Dann muss ich da echt nochmal nachschauen, ey. Kann's doch nicht sein. Etwas schade, vor allem, weil es jetzt das letzte Level des Parts war. Aber egal, ich hole das dann einfach nach. Ich werde das wie immer off-cam machen, weil es gibt
tausende Tutorials und Gameplays, Playthroughs, was auch immer dazu. Da könnt ihr es dann ja nachschauen, falls ihr die Starcoin genauso wenig findet wie ich. Also, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.